Hallo, liebe Kakteenfreunde, hier sind wir wieder bei My Time at Santok. So, wir sind hier gleich wieder im verlorenen Paradies und müssen uns dort durch die unzähligen Höhlen kämpfen. Dieses verlassenen Kaufhauses oder was immer das mal gewesen ist. So, wie viel die Folge ist das jetzt hier mittlerweile? 46, 47. Wir nähern uns zu 50. Also hier kommen wir wieder raus. Das ist echt erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Folgen in so kurzer Zeit von diesem Early Access Spiel, das noch gar nicht fertig ist, machen kann. Und dass es immer noch Spaß macht und immer noch neue Dinge bietet. Und man immer noch nicht alles gesehen hat. Also, da hinten muss ich rüber, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Das hätte ich echt nicht erwartet. Also, echt erstaunlich. Man bietet da wirklich einiges. Und wenn das mal fertig ist und die Spieler, die es dann erst kaufen, die werden da wirklich sehr lange viel Spaß damit haben, denke ich mal. Vor allem, wenn dann eben ganze Sachen eingebaut sind, die uns bisher so fehlen. Wahnsinn. So, was haben wir da hinten? Da haben wir nochmal einen Schalter, der wahrscheinlich ein Tor öffnet. Hier müssen wir einen Schlüssel uns besorgen. Wie kommt man da hin, ist jetzt die Frage. Und hier unten haben wir ja auch noch diese zwei Robbys rumlaufen. Gucken wir mal, ob ich die anpeilen kann. Oh, ich habe keine Munition. Haha. Hey, dann kann ich die nicht anpeilen. Mist. Okay, dann brauche ich. Dann kann ich den großen Knüppel auch rausholen. So, jetzt ist wurscht. So, Freunde, jetzt ist Schluss. Lustig. Jetzt kommt hier der Hammer. Ach ja, wir haben ja auch noch, wir haben ja noch einen Aufstieg. Im Kampf. Ja, puh. Okay. Das können wir machen. Okay, alte 20% mehr Lebenspunkte, wenn du Gegenstände benutzt. Und alles andere, das bringt mir eigentlich nichts. Schweres Schwert, Neuling. Haben wir alles nicht. Das haben wir nicht. Das ist ausgebaut. Das gibt's alles noch nicht. Und hier... wenn ich Gegenstände benutze. Was immer das heißt. Machen wir einfach mal. So... schauen wir mal. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel, um was machen zu können. Ne? Ja. Die Einkaufszentrumsvisitenkarte fehlt. Da hinten, da glitzert was. Ah, der Müllberg haben wir nochmal. Blutstein. Oh, den können wir gebrauchen. Oh, da ist der Schlüssel, okay. Okay, die haben wir erledigt. Jetzt haben wir noch den kleinen Freund hier. Bonk! Bonk! So, mein Hammer ist größer als deine, mein Freund. So. Zacki. Den haben wir erledigt. Hier haben wir nochmal Müll. Gummi? Eine Gummimatte. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen für Yoga oder so. Uff. Ja, ich glaube, für sowas ist das Ding ein bisschen zu unhandlich. Hab ich. So. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht brennen. Da ist nichts drin. Ja, toll. Kann man das hier abbauen? Ah ja, wunderbar. Oh, was haben wir hier noch? Da ist aber nichts Besonderes jetzt drin. Eisen. Oh, Eisen, Eisenerz. Das ist gut, das ist gut.
Wir nochmal Müll. Nochmal Eisenerz. Okay. Klunk, das haben wir auch. So. Was haben wir hier noch? Was die alles gebaut haben an Level hier, ne? Ist ja eigentlich unglaublich. Also hier haben wir einmal ein riesiges Gebiet mit einem Tunnel und dann haben wir noch diese anderen unterirdischen Gebiete alle und das ist echt der Wahnsinn, für Gelände es hier gibt in diesem Spiel. So, was passiert jetzt? Kleiner blauer Schlüssel 3 fehlt. Es gibt noch, wie viele Schlüssel gibt es denn hier? Noch ein Müllberg. Komm, nimm mit. So. Eisenerz. Es ist also mühsam, das hier alles einzeln abzusuchen, aber man hat aber davon. Also von daher mache ich das halt mal. Hier ist nur Schrott nur. Da kann man nichts mit anfangen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Hey, die Lampe könnte ich bei mir gebrauchen zum Aufnehmen. Ne? Ich kann nie genug LED-Lampen haben. Hier wer? So, direkt bei dem Müll einsammeln. Sollen wir noch mal einer vorwerfen? Ich werde immer nur Müll einsammeln. Hier muss man das ja. Was soll denn tun? Hm. Was hat jetzt nun diese Wand da geöffnet? Ne? Toll. Da haben wir also gar nichts von. Ne? Die haben jetzt schon alles eingesammelt. Die waren wir schon. Ja. Oh ne, hier haben wir nochmal Müll. Ha, ich kriege euch alle. Medizinflasche. Achso, das ist eine leere. Da ist ja auch noch was. Die nützt mir jetzt nichts, aber da kann man vielleicht später was mit anfangen. Wenn man das anfängt, vielleicht verkauft oder so. Energiesteine, auch schön. Papiermüll, auch immer gut. Eigentlich nicht. Aber okay. Boah, alles für Zeug mittlerweile hab hier. Medizinflasche. Genau, das sind zur Konservierung. Hm. Vielleicht kann man damit selber Medizin machen, weil verkaufen ein Goal, das ist ja Puppel. Das ist ja gar nichts. Ich habe ja noch ein bisschen Patronen, aber nur 5 Stück. Hm. 6 kommen in den Revolver. Das reicht dann wahrscheinlich eh nie. Hm. Okay. Ah, eine Truhe. Sehr schön. Zack. Tada! Oh, wieder Gummi. Gummischalen. Sehr schön. Zack. Und alte Teile. So. Ist die Frage, kommen jetzt hier rein? Aha. Oh, ist hier auch noch was? Hm? Keiner blauer Schlüssel halten. Zufällig brauche ich den. Haha. Yippie. Wop. Komm hier runter. Und spring ins Feld. Jawohl. So, und hüpfen wir hier weiter. Dass ich gute Waden habe. So. Hm? Gibt es da jetzt extra Erfahrung für, weil ich einen kleinen blauen Schlüssel verwendet habe? Und hier gehen wir erstmal einen bewaffnet rein, denke ich mal. Okay, ist ja ein Wartebereich. Flughafen oder sowas. Wir können uns wieder durchbuddeln, sehr schön. Müll, Müll, ich liebe Müll, gib den mir. So. Feuerlöscher. Oh, da geht's nach oben, okay. Eine Truhe. Wunderbar.
Gummischalen. Boah, ich habe jetzt so viel Gummischalen. Falsches Werkzeug. Alte Teile, da habe ich jetzt auch einiges. Kladradatsch. Was soll ich hier mit zerstörtem Papier eigentlich anfangen? Es gibt so viele Gegenstände, von denen man auch gar nicht weiß, was man überhaupt machen soll. Das ist echt der Wahnsinn. So, hier haben wir alles gesäubert. Wir säubern eine alte Ruine vom Müll. Ist das nicht vorbildlich? Das ist ein kleiner Dreck. Schade. Ich dachte, können wir noch abbauen. Oh, habe jetzt keinen Bock drauf. So, mal gucken, was uns hier oben erwartet. So, wir nähern uns langsam unserem Ziel hier anscheinend. Wo geht's denn hier hoch? Liegt nochmal Müll einfach so rum. Eine Metallspule. Auch nicht schlecht. Und ist nichts dahinter versteckt. Hat ich irgendwas gerappelt gerade? Was ist das hier? Scheint eine Gemeinschaft von Profis zu sein, ja. Hey, Boxtür. Was soll mir das sagen? Okay. Die Hey-Box-Tür, ja klar. Warum nicht? Sicher. Aber was macht die Geräusche? Das gefällt mir aber gar nicht. Paradise Walk. Okay. Irgendjemand läuft hier rum. Gruselig. Okay. Da ist ja ein Wachroboter. Okay. Und das ist hier oben. Müll! Oh, wir machen erstmal hier sauber. Los, Freunde. Sammeln wir uns mal alles schön ein. Graphit braucht hier eh keine mehr. Die Roboter brauchen das auch nicht. Wir hätten ja all den Jahren hier mal sauber machen können. Hier sind so viele Kehrroboter. Oh, Stahlstangen, dankeschön. Aber hier. Oh mein Gott, ich habe einen roten Einkaufszentrumschlüssel erhalten. Oh. Können wir Getränkeautomat gebrauchen? Langsam Durst hier. Was hier? Schatzkiste? Achso, die habe ich gar nicht. Falsches Werkzeug. Dödel. So. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Und da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht weiter, wie es aussieht. Okay, dann geht's nur unten weiter. Komisches Einkaufszentrum. Oha! Uiuiui. Ey, ich bin doch gar nicht da. Oh, ich habe gerade nichts gesehen hier. Gerade total verklickt, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Okay. Wie ist denn die Tür? Welcome, Paradise Walk. Oha.
Das wäre die Zentrale irgendwie. Was ist das denn? Sieht man da auf diesem Video irgendeinen Kampf Roboter gegen Riesenfisch oder sowas? Wow, das ist ja echt Wahnsinn, das Gelände hier. Ich fürchte, wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich irgendwie schon am Ende von dem Ganzen. Kontrollkatze. Was? Okay, hier lauert die Kontrollkatze. Okay, dann ist das hier sozusagen. Was ist das denn jetzt? Hä? Wir sind das abgesunken, okay. Ja, dann nehme ich lieber noch die Heilung hier mit. Wofür sind das dann noch? Oh, ist sowas wie ein Schatzraum. Tada! Ein Hütchen. Falsches Werkzeug. Müssen wir gerade gucken, was gibt der mir? Der gibt mir, erhöht meinen kritischen Schaden. Okay. Das gibt mir Ausdauer, das brauche ich nicht. Was gibt mir dieser Hut? Verteidigung plus 4, plus 7 Fähigkeit und erlittener Schaden minus 3%. Oh. Hm. Okay. Den können wir gar nicht benutzen, dann brauchen wir noch 2 Stufen. Okay, okay, okay. Aber dann wäre der Hut gar nicht so schlecht. Also ein bisschen mehr Verteidigung, ein bisschen mehr Ausdauer und etwas weniger Schaden, den wir dann kriegen. Ist ja nicht übel. Hier haben wir noch eine werfbare Bombe. Hm, wenn das was bringt. Wir haben im letzten Mal auch nicht so wirklich was gebracht, die Dinger. Haben wir noch irgendwas für Heilung dabei? Ausdauer. Ne? Ich bin eher auf Ausdauer ausgelegt hier. Kritischer Schaden, Ausdauer, ne, Heilung. Wenn wir jetzt eins aufs Dach kriegen, könnte es sein, das war's dann. Ne, da haben wir nichts. Ach, ich habe ja noch dieses Foto. Okay. Gut. Hm. Hätten noch was zur Heilung gebraucht. Das bringt mir ja nichts hier. Der Fleisch bringt mir auch nichts. Okay, dann kann man nichts machen. Wir können hiermit nur einen kritischen Schaden erhöhen. Um 3% für 30 Sekunden. Gut, das könnten wir vielleicht im Kampf gebrauchen. Dann können wir einfach mehr Schaden machen. Da müssen wir auch nichts einstecken vielleicht. Und das erhöht die kritische Trefferquote auch noch. Dann nehmen wir das zur Not auch nochmal mit, falls wir das wirklich in die Bedulde kommen. Dann können wir wenigstens ein bisschen mehr austeilen. Nein, wir fischen jetzt nicht nach Sandfischen. Jetzt reißt sich nochmal zusammen. So. Jetzt sind wir hier drin. Was ist da denn? Fluorid. Okay. Warum nicht? Ta! Oh, was ist das? Gold. Ich habe Gold gefunden.
Ich bin reich. Das verkaufe kriege ich wahrscheinlich nur einen Gold für, aber ist auch egal. So. Und damit ist unser Inventar voll. Na gut. Mal sehen, falls wir irgendwas noch finden sollten, was nützlich ist. Das ist ja hier alles nur Müll. Sonst ist hier auch nichts, ne? Nee. Okay. Dann war das hier nur so eine Art Schatzraum. Ach, hier ist noch ein Fässchen. Jetzt haben wir ein Fass aufgemacht. Wunderbar. Dörrfleisch. Okay. Ein Fass mit Dörrfleisch steht hier in diesem modernen Kaufhaus rum. Mhm. So, dann stellen wir uns jetzt dem Endgegner. Oh, weil. Oh, vielleicht sollte ich mal speichern. Hm? Ich Depp. Dann habe ich mich hier durchgekämpft, verliere dann und dann kann ich komplett von vorne anfangen. Ich kenne das. Das passiert mir immer wieder. Was ist das hier? Wir bewaffnen uns vielleicht auch mal. Erstmal damit. Der Hammer ist ja super, aber der braucht immer sehr lang, um mal auszuholen. Das ist denn der Nachteil von dem Ding. Relativ komische Szenen auf diesen 3D-Hologramm-Dings-Bums. Oh, da ist eine Truhe. Shit, die habe ich übersehen. Aber ich hüpfe jetzt hier nicht komplett wieder runter. Wegen einer blöden Truhe. Und nachher ist da nur ein Stück Dreck drin oder sowas. Nee. Jetzt zeigt mir hier aber an. Hä? Das Ziel da wäre. Hm. Aber ich denke, hier ist das Ziel von dem ganzen Ding. Und wir müssen dann, wenn das geht, hier nochmal rein irgendwann. Aber keine Ahnung, kann auch sein, dass nach diesem Rollenspiel und Abenteuer dieses Ding hier dann gesperrt ist oder so. Hm. 92 Meter steht da hinten jetzt. Komisch. Naja. Gut, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Kontrollkatze. What the fuck? Was war das denn? Meersalz habe ich bekommen. Hm. Okay. Komme ich da vorbei? Shit. Jetzt. Ah, Mist. Was ist, kann ich hier bekämpfen? Wow, ein Schaden. Das ist ja. Vergiss es, okay? Autsch. Okay. Was soll ich das denn machen jetzt hier? Hier irgendwie vorbei an dem Teil. Aua. Jetzt. Oh, shit. Lauf, lauf, lauf. Was ist das hier? Das bringt nichts.
So, die ist kaputt. Das Ding dreht sich nicht irgendwann. Wenn wir das Teil nicht zerstören können, dann vielleicht diese Kontroll-Dinger. Da komme ich nicht dran. Das sieht nicht gut aus. Eieiei. Kann ich die zerstören? Nee, die kann ich nicht kaputt machen. Da ist wieder irgendwas im Inventar. Hier ist was. Was ist das? Ich habe was kaputt gemacht. Daran bin ich gut. Jetzt kann ich das Ding zerstören. Oh. Alles rum. So rum. Holla, die Waldfee. Okay. Ah, da macht sich... Ah, verstehe. Das sind die Kraftsteine, die dem Ding Energie geben. So, jetzt müssen wir noch... eine Konsole zerstören. Okay, das bringt nichts. Eieiei. So, was haben wir denn da schon wieder? Punkte gekriegt? Für was? Auch nochmal Kampf? Ah, okay. Das soll ich jetzt machen. Speer. Schweres Schwert. Wir haben ja jetzt einen Hammer. Also, was gilt der eigentlich? Hm. Weil für den gibt es ja eigentlich hier gar nichts. Vielleicht machen wir mal die. Nächstes Mal bastel ich mir mal ein schweres Schwert oder sowas. Vielleicht. Keine Ahnung. So, dann kommen wir vorbei, ja. So, schnapp dir die Konsole. Du kannst doch am besten Konsolen kaputt machen. Ich bin doch vom Computer. Erledigt. So. Oh, ich bewege sich nicht schon wieder. Jawohl, wir haben es kaputt gemacht. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieses dämliche Inventar jetzt schon wieder voll. Seltsamer Kraftkern. Das muss der Kraftkern sein, von dem Chi spricht. Okay. Datendisks. Okay, ich habe hier noch einiges, was ich nicht angesammelt habe bisher. Das möchte ich natürlich gerne mitnehmen. Oh, komm, da noch alles an den Kopf geflogen. So, die Kontrollkatze. Sind auf die Idee gekommen. Ist kaputt. Wir haben schon sehr krasse Ideen hier, die Designer, muss man sagen. Weiß nicht, ob Maschine so raucht, aber teilweise muss das sehr wirksam sein. So. So, das Spiel ist schon wieder zu Ende. Okay, jetzt, tut mir leid, ist jetzt vorbei. Ich muss das Spiel deinstallieren, eine halbe Stunde ist rum, dann müssen wir wieder neu anfangen. In der nächsten Runde, nein, natürlich nicht,
So, jetzt habe ich alles abgegrast. Hier habe ich richtig viel Geld ausgegeben, um mein Inventar zu erweitern. Vielen Dank. So, mal gucken. Kommen wir jetzt hier raus? So, wo kommen wir jetzt raus? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ups. Ah! Okay. Wo ist Sommer? Wo ist Sommer? Hier ist Sommer. Jetzt sind wir... Okay, jetzt sind wir draußen. Wunderbar, in der frischen Luft. Da ist hier keinerlei Zeit vergangen. Haha. Wie das immer so geht. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Hier noch was abstauben, kaputt machen. Verschlagen. Kann ich das hier abbauen? Nee, schade. Kann ich nicht durchbuddeln hier. Ach komm, beim Loot hier. Ist doch Sand. Ah gut, ich habe genug Zeug, ey. Mein Inventar ist voll mit Krempel, das gibt's gar nicht. Wop, wop. Oh, das verlorene Paradies. Das ist ja ein seltsames Ding hier. Merkwürdig aus alles. Hier geht's hoch. Okay. Wahnsinn. Da unten waren wir. Ja. Das ist ein Riesengebiet, hey. Und das ist nur ein Teil hier auf der Karte. Also das ist echt Wahnsinn. Wie viele Level die hier gebaut haben. Wie groß die sind. Und da unten ist noch so ein Robby-Tobby-Flievertüt-Dings. Komm, den schnappen wir uns das noch so zum Nachtisch. Oder? Kommen wir da hin? Oder fallen wir dann hier runter? Wo geht's hier hin? Gibt's hier noch irgendwelche geheimen Eingänge oder sowas? Wer weiß? Auf ihn mit Gebrüll! Oh, hab mich gesehen, hab mich gesehen, hab mich gesehen! Ah, pfui! Aus! Zack! Bumm! Und! Schaka! Bums! So, den haben wir erledigt. Ha! Nicht mit mir, Freunde! So. Oh, da ist auch noch einer. Möp, 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 möp. Manche tun es einem richtig leid, wie sie so rumpiepsen. So unbeholfen. Möp, 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 möp. So, dann hauen wir jetzt mal ab. Das reicht jetzt auch. Irgendwann ist es mal gut. Ach, hier fliegt noch einer rum. Hallo, mein kleiner Freund. Du Trottel, Trotter. Hier bin ich. Nimm das! Hier, meine Dreifach-Kombo! Sehe ich zwar nie so glücklich, aber im Kampf kann man eigentlich nicht immer drauf achten. So, haben wir hier noch irgendwas zum Abbauen eigentlich? Hier ist noch Gummi. Also, wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann nehmen wir das noch mit. Gummireifen rumhauen, wollte ich immer. Oh, eine Truhe? Dann brauchen wir ein Spezialwerkzeug für. Unser beliebter Staubwedel. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, in dem ein Staubwedel so essentiell ist wie in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Eine Rüstung Teil 2. Was ist das denn? Okay. Hier noch mehr so Zeug? Nee. Die muss doch wirklich mit Schwert und Staubwedel bewaffnet sein. Hab's falsch. So,
Sonst wird es auch schon wieder spät. Man sieht, merkt schon an der Sonne. Hompala. Quarz, Florenz. Eine werfbare Bombe. Das staubt. Staubt hier aber wieder. Kann ich hier irgendwo was abbauen noch? Nee. Das nicht. Okay, dann war es das hier. Loot. Jo, nice. Da kriegen wir hier noch mal ein bisschen was. Hä? Kommt denn hier hin? Die einzige Ressource, für die man beim Ernten keine Energie verbraucht. Was soll ich denn da noch? Sag bloß, mein Inventar ist schon wieder voll. Sag mal, ihr macht mich wahnsinnig hier. Boah, ich habe ja ein Zeug. Kann man da irgendwas von verzichten? Warum sind die eigentlich nicht stapelbar, diese Dinge? Ein Holzbrettchen. Eine Rüstung. Eines der fünf Teile der Rüstung. Ach du grüne Neune. So Sammelgegenstände. Das ist dieser Kraftkern. Das ist auch immer so eine Sache. Das sammelt man ewig, bis man diesen Scheiß dann zusammen hat. Und am Ende hat man irgendeinen Gegenstand, den man eigentlich gar nicht wirklich gebrauchen kann. Was für Geld ich hier ausgebe. Was ist denn das noch? Holz. Ach, scheiß drauf. Ey, das ist bestimmt mir irgendein Krempel, den ich wirklich, nicht wirklich brauche. Oh, hier können wir nochmal Stahl ernten. Da haben wir auch nicht genug für. Gut, das können wir immer noch machen. Wenn wir nochmal zurückkommen hier. Vielleicht kann man hier dann nochmal hin. Moment. Hier ist nur einer. Ach komm, du bist eh kaputt. So. Nennt mich auch Fred, den Hammerschwinger. Hier noch so einer. Pfumm. Oh, Kupferbarren, auch nicht schlecht. Moment, nicht mit dem Werkzeug. Fred, reiß dich zusammen. Dann kommen wir nochmal hier hin und sammeln den Rest ein. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal Goals auszugeben ohne Ende. Das haben wir eh schon. Also was stapelbar ist und im Inventar ist, das kann man ja mitnehmen. Und dann können wir noch ein bisschen Energie verbrauchen. So. Haben wir das auch. So. Gut. Puh. Da haben wir jetzt ja reichlich Zeug gesammelt. Kupferschott und Dreck. Okay, das haben wir eh. Das ist der Wahnsinn. Und dann könnten wir eigentlich jetzt noch zu Ski laufen, oder? Also nicht Ski laufen, sondern zu Ski laufen. Hier, du Hummeise, wenn du gerade hier stehst. Sorry. Aber ich habe gerade die Waffen in der Hand. So. Sollen wir das jetzt noch? Ah, hinten steht ein Kamel. Mein treues Kamel hat auf mich gewartet. Ja, komm, wo jetzt noch? Dann können wir diesen dämlichen Kraftkern auch geben, für den wir uns jetzt hier Stunden... Jetzt hau doch nicht ab, du blödes Ding! Abgerackert haben. Bleib hier! So, flop. Und dann jetzt... nicht Blei, bleifrei natürlich. Wechsel mal E und F. Auf geht's, Taco oder Blümchen. Oder wie immer dein Drittname ist. Taco Blümchen. Taco Blümchen, das ist eigentlich auch interessant dann. Na, ja, Justice, hier geht's, altes Haus. Ja, will nicht mit mir reden, dann eben nicht. Ich hab mir auch keinen Hut gegeben. Jetzt wäre ich jetzt Deputy. Los, auf geht's. Oh, Rocky, hey, Rocky. Hey, tut mir leid, dass ich so ein Trauerkloß bin. Ich hasse es einfach, allen meiner Jungs gehen zu sehen. Ich weiß es zu schätzen, dass du diesen Auftrag für uns erledigst. Ehrlich. Ach shit, ich muss ja für die noch einen Auftrag erledigen. Ja, gerne noch. Das ist meine oberste Priorität. Ja. Also, wo sie gerade hier rumläuft. Hi, Katori. Howdy. Howdy.
Das Rathaus kann so hartnäckig sein. Sandrock ist so ziemlich der zentralste Ort in den freien Städten. Man sollte meinen, dass sie das besser ausnutzen könnten. Aber es heißt immer, kein Geld, kein Geld. Was immer die wohl für Pläne hat. Sorry, Rocky, ich muss hier... Nein, ich bin zu spät. Ja, das ist auch wurscht jetzt. Komm, dann reiten wir zurück. Auf geht's. Eben nicht. Wenn der unbedingt meint, er müsste schlafen gehen. Überflüssige Tätigkeit eigentlich, aber gut. Juppie! Gut, dass ich so geländegängig bin. Ich bin hier mit meinem Kamel. Also wenn es beim Trab ist, ist es ja auch richtig schnell. Das Bremsen ist immer ein Problem. Ups. So. Man braucht einen eigenen Parkplatz für das Tier. Jo. Das war ein ereignisreicher Tag. Mal gucken, ob da überhaupt noch was reinpasst in meine Truhe. Ich brauche mehr Truhen. Die dürften jetzt alle... Oh, wir können einiges an Wasser auffüllen. Sehr gut. Bleibt mal schön da stehen. Können wir auch noch was einsammeln. Okay. Hatte ich hier noch irgendwas? Können wir nicht machen. Da fehlen uns Ziegel. Ah, komm, machen wir mal zwei. Die Bäume sind so immer mal wieder. So, hier mal was eingesammelt. Und damit das nicht ungenützt verplempert ist hier. Stahlstangen haben wir jetzt auch einiges. Allein durch die Sammelaktion da unten eben. Glas. Hm. Brauchen wir auch immer mal wieder einen Suppentopf. Bestärktes Glas. Kann ich also auch machen. Und wir machen mal drei. Das brauchen wir so irgendwann mal. Bestimmt für irgendeiner, der das mal wieder braucht. So. Hier können wir auch nochmal wieder was wiederverwerten. Kupferschrott zum Beispiel. Kupfer ist nie zu wenig. Hier können wir mal einen davon reinballern. Ein bisschen Holz. Zack. So, die schmuggeln vor sich hin. Oh. Blutstein und viel Dreck. Okay. Die können mir jetzt Zinnerz opfern, aber das mache ich nicht. Das ist mir zu bescheuert. Naja, können wir nochmal Steine recyceln. Kaputte Kraftsteine. Da kriegen wir dann raus Energiesteine. Anders können wir den Dingern eh nicht machen. Okay, machen wir das. Dann kriegen wir nochmal richtige Energiesteine. Ist ja auch nicht schlecht. Können wir Bronzestangen machen? Ja. Kupfer machen. Kriegen wir raus. Gut, dann machen wir nochmal zwei Bronze. Mehr können wir jetzt nicht machen. Da fehlt uns wieder das Zinn, aber ist auch wurscht jetzt. Wie stehst du denn da jetzt? Okay. Gut, wir haben auch wieder ein bisschen Wasser gesammelt. Sehr schön. Ja, gut, dann würde man sagen, wir sortieren hier nochmal ein bisschen Krempel um. Und dann gehen wir mal in die Haie. Und dann waren wir das. Haben den Tag geschafft. Und am nächsten Tag werden wir dann Ski diesen geheimnisvollen Kraftstein geben. Oder was immer das für ein komisches Ding ist, was er da unbedingt braucht. Ein Wasser will ich noch behalten. Als Reserve oder als Geschenk. Den kann man auch immer gut gebrauchen. Motor haben wir auch gekriegt. Weil wir alles für Zeug haben. Seltsamer Kraftkern. So, Missionen. So, das haben wir also. Als nächstes, da brauchen wir die Bauanleitung für die Sortiermaschine. Und dann geben wir eben das Ding hier mit dem komischen verlorenen Paradiesgedöns. Hier warten wir noch auf die Fertigstellung des Fundaments. Und dann können wir als nächstes... da haben wir überhaupt nichts für, ne? Aber da müssen wir sehr tief runter. Ja, und dann haben wir schon mal das hinter uns. Gut, dann gehen wir mal ins Bettchen. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Mäh, 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 mäh. Ja, wenn ich dafür jedes Mal Monatstag 5 Euro kriegen würde.
So, und dann guck mal, wie es hier weitergeht bei My Time at Wackelbild in Sandrock. Und dann, mein Gott, die Augenringe. Schauen wir mal, was Ski zu dem Ganzen gesagt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Juhu. Nee, das ist eigentlich das wichtigste Werkzeug von allen, muss man sagen. Mann, Mann.